Herzlich willkommen beim Motorradmagazin. Wenn ihr öfter unseren Kanal schaut, dann wisst ihr ja, wir lieben auch Roller so sehr, dass wir sogar ein eigenes Rollermagazin 2024 gemacht haben. Erstmals der Roller 2024, ein Jahresmagazin. Wer das Motorradmagazin abonniert hat, der hat das einfach mit dazu bekommen. Alle anderen konnten es an den Verkaufsstellen in Österreich und in Deutschland beziehen. Ist wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr erhältlich, aber kein Problem, kann man bei uns ganz einfach auf der Website bestellen, das Printmagazin oder natürlich, wir sind ja da modern, auch digital lesen. Kommen wir jetzt zurück zu dem Roller, vor dem ich da stehe, Honda Forza 57, und das ist natürlich ein ganz besonderer Roller, weil es ist der stärkste Roller am Markt. Das war bisher schon so, 59 PS dran, hat sich jetzt nichts geändert, aber ansonsten hat sich sehr, sehr viel geändert. Also für 2025 hat Honda den Forza 57 einer tiefgreifenden Kur unterzogen, muss man sagen, nach 4 Jahren am Markt, 21 ist er auf den Markt gekommen und ja, macht uns die Entscheidung, ob das jetzt wirklich ein Roller ist oder ein Motorrad, noch schwieriger, weil er schaut jetzt einfach noch mehr nach Motorrad aus. Also die ganze Front, also auch die Seitenteile, aber speziell die Front wurde neu designt und es ist jetzt wirklich Motorraddesign, muss man sagen. Also bislang hat er wirklich wie ein Roller ausgeschaut und Forza deutet ja auch darauf hin, dass Honda selbst dieses Fahrzeug bei den Rollern sieht, es ist ja das Top-Produkt der edlen Rollerpalette von Honda. Ihr wisst ja, Honda Forza 125, 350, 750, das ist also das Top-Produkt. Aber naja, wir müssen wirklich schauen, ist das jetzt ein Roller, ist es ein Motorrad? Das versuchen wir dann bei den Fahreindrücken zu beantworten. Was natürlich eindeutig Roller ist, ihr seht es, das ist die Sitzposition, das ist dieser flache Durchstieg, kann man nicht mehr sagen, aber zumindest flachere Durchstieg. Wir haben natürlich ein Staufach unterm Sitz, das ist ganz klar, das sind Roller-Attribute. Aber auf der anderen Seite, was da drunter ist, das ist Motorradtechnik, vieles davon ist Motorradtechnik und der Look, das ist jetzt auch ein bisschen, ja, oder sehr, sehr motorradähnlich, muss man sagen. Also, ist schon wirklich schwierig. Also, ich würde sagen, wir schauen aber gemeinsam an, was ist wirklich alles neu beim Honda Forza 57 2025 und dann gibt es die ersten Fahreindrücke. So, dann schauen wir uns mal an, wo die Neuheiten wirklich sind beim Forza 750 vom Modelljahr 2025. Und ihr seht es natürlich schon an der Front, da hat sie wirklich enorm viel getan. Und das ist nicht einfach nur ein neues Design, sondern ich finde, das ist wirklich eine neue Philosophie. Es schaut einfach mehr nach Motorrad aus, muss man sagen. Es ist wirklich Motorraddesign, während der bisherige Forza ein eher Scooter-Design hatte. Das ist richtig Motorrad und wenn ihr euch das anschaut von vorne, das ist auch richtig breit geworden, das ist richtig massiv. Also da kann man, glaube ich, wenn ein Forza 57 entgegenkommt, jetzt nicht mehr sagen, ist das wirklich ein Motorrad oder ein Roller. Also man würde eher auf Motorrad tippen, da bin ich mir ziemlich sicher. Neu, wenn ihr euch das da vorne anschaut, das sind natürlich die Scheinwerfer, das sind neue LED-Scheinwerfer, die sollen doppelt so hell sein wie bisher. Und dann gibt es natürlich eine Weltpremiere dabei. Und zwar hier auf der Seite, da haben wir das LED-Tagfahrlicht. Und dieses LED-Tagfahrlicht kann, wenn man den Blinker betätigt, zum Blinker werden. Also das heißt, man hat keine separaten Blinker mehr. Das System kennen wir von Autos. Schaut am Anfang ein bisschen seltsam aus, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Und das ist natürlich schon eine sehr, sehr smarte Lösung. Und ich bin heute den ganzen Tag schon unterwegs gewesen, wenn hinten im Rückspiegel eben so ein Forza fährt und diese LED-Tagfahrlichter sind wirklich sehr, sehr hell, sehr markant. Und wenn dann daraus ein Blinker wird, das schaut schon richtig gut aus, ja, muss man wirklich sagen. Großer Punkt natürlich da vorne, das ist die Scheibe. Also die Scheibe ist einer der wichtigsten Weiterentwicklungspunkte, würde ich sagen, neben dem Design natürlich, weil die Scheibe ist jetzt nicht nur deutlich
größer, breiter, sondern endlich auch elektrisch verstellbar. Und warum sage ich endlich? Weil die 125er und die 350er Forze, die haben das ja schon länger. Und das ausgerechnet das Topmodell der Baureihe bis jetzt einen gar nicht verstellbaren Windschild hatte, das ist natürlich schon ein bisschen seltsam gewesen. Damit ist jetzt aufgeräumt, das heißt, wir haben hier einen Windschild, der deutlich verstellbar ist über einen Weg von über, ich glaube, fast 20 cm ist der Verstellweg. Und nicht nur wird er höher, also geht die Scheibe höher hinauf, sondern sie richtet sich auch auf. 10 Grad ist der Unterschied dann in der höchsten Position. Also das ist schon auch ein riesiger Unterschied, ein ganz gewaltiger. Man hat ein bisschen auch auf die Aerodynamik geachtet. Natürlich hat so ein Forza keine Winglets, das wäre noch schöner. Aber es gibt hier Strömungskanäle, ich sehe das da durch die Verkleidung durch. Alles wirklich sehr, sehr schön gemacht, sehr edel. Und die sollen ein bisschen die Handlichkeit begünstigen. So, dann haben wir hier eine bisschen veränderte Sitzposition. Der Sattel ist neu, er wurde stärker geschäumt, heißt es, also ist ein bisschen mehr Schaumkern. Die Sitzhöhe ist trotzdem gleich geblieben und er ist vor allem hier an der vorderen Seite ist er schmäler geworden, was eben bei gleicher Sitzhöhe es leichter machen soll, dass man den Boden erreicht. Also das war den Entwicklern auch ganz wichtig, eine bessere Bodenerreichbarkeit. Und dann hat man noch hier im vorderen Bereich bei den Fußbrettern, bei den Trittbrettern auch ein bisschen was auf der Seite, ja, abgeschabt, vielleicht kann man das respektlos sagen, dass da ein bisschen mehr Fußraum an der Front erhalten ist. Schauen wir mal ins Cockpit, was da Neues gibt. Wir haben einen neuen TFT-Display. Ich schalte das jetzt einmal an. Da vorne, ich hoffe, ihr seht das bei den Spiegelungen, der ist also komplett neu. Er wurde auch, das Layout wurde neu sortiert, die Bedienung wurde neu gemacht. Man kann ihn eben weiß mit schwarzen Anzeigen oder wie bei Honda üblich auch schwarz mit weißen Anzeigen konfigurieren. Da gibt es eben ein neues System, wo dieser Raum zwischen der Abdeckung und dem Display selbst jetzt auch gefüllt ist mit einer Polycarbonatschicht und dadurch werden die Spiegelungen verhindert. Gut gelungen. Parallel dazu gibt es neue Bedienelemente, hauptsächlich dieses kleine Steuerkreuz da vorne. Also man kann da links, rechts, oben, unten drauf drücken, also sowas kennt man ja schon. Also das funktioniert auch wirklich sehr gut und mit der Honda Road Sync App kann man jetzt gewisse Funktionen auch nutzen, ohne dass man ein Headset zwingend braucht. Natürlich logisch fürs Telefonieren, Musik hören braucht man das Headset, sonst geht es ja nicht. Aber zum Beispiel die Navi-Funktionen, also dieses Turn-by-Turn-Navi, das kann man auch nutzen, ohne dass ein Headset verbunden ist. Was haben wir noch neu? Ganz wichtig, erstmals beim großen Forza-Palette. Wir haben einen Tempomaten, man schaltet den auf der rechten Seite ein. Auf der linken Seite kann man dann Plus, Minus, also quasi ihn einmal aktivieren. Dann, wenn man dazwischen einmal runtergehen muss von dem Tempomat, dann natürlich wieder auf Resume gehen, also wieder zurück aktivieren auf die Geschwindigkeit. Wir haben hier eine eigene Mode-Taste für die Fahrmodi. Es gibt ja drei Fahrmodi, die programmiert sind und zwei User-Modi. Alles das ganz schön. Und dann haben wir noch ein Detail, das erstmals jetzt da vorne ist, nämlich eine USB-C-Steckdose direkt da vorne am Lenkkopf. Bislang war die unter der Sitzbank, das ist natürlich nicht so praktisch. Also die ist jetzt vorne mit dabei. Sind wir fast durch mit den Neuheiten. Ein bisschen was gibt es noch zu vermelden beim Forza. Wir haben auch in der Technik ein paar Änderungen. Das DCT wurde geringfügig neu abgestimmt, vor allem für den Low-Speed-Bereich. Also das heißt, bei Geschwindigkeiten bis 10 km/h, sollen die Schaltvorgänge noch geschmeidiger ablaufen, also vom ersten in den zweiten. Und außerdem soll man insgesamt das ein bisschen feiner und präziser steuern können. Also gerade beim Anfahren, stehen bleiben, Stop and Go in der Stadt, soll es da einfach noch leichter von der Hand gehen. Das schauen wir uns dann bei den Fahreindrücken an, ob das auch eingelöst wird. Was haben wir noch beim Laderaum? Ladevolumen 22 Liter, ich mache es einmal kurz auf. Das ist absolut gleich geblieben, da hat sich überhaupt nichts verändert. Allerdings gibt es jetzt, ich muss einmal schauen, auf der anderen Seite, wo ist es? Da vorne, da hinten, da haben wir es jetzt, gibt es ein neues LED-Licht, das den Laderaum erhält und das soll jetzt 5-mal heller sein als bisher.
Jetzt ist natürlich bei uns da volle Sonne, erkennt man das schlecht, aber das soll eben viel heller sein. Und dann gibt es jetzt auch zwei Federbeine da vorne, die den Sattel halten. Ja. Soll noch ein bisschen besser funktionieren, insgesamt auch eleganter aufschwingen. Schauen wir uns das einmal an, dass es wirklich so ist. Ja, wahnsinnig elegant. Also, ja, das sind Kleinigkeiten, die aber dann doch irgendwie auch noch, ja, schon einen kleinen Unterschied ausmachen. Das schauen wir uns noch kurz an. Das ist die Abdeckung da unten. Den unteren Teil des Sitzes, da kommen wir nämlich gleich dazu. Da muss ich noch was dazu sagen. Aber vorher vielleicht noch kurz den Hinweis, dass es erstmals auch einen Komfortsitz gibt beim Forza, der völlig neu ist. Wir haben da ein paar Modelle mit Komfortsitz da und das macht schon einen Unterschied. Also wer da wirklich den ultimativen Komfort hat, der kann da noch upgraden mit dem Komfortsitz. Es gibt ja noch andere Zubehörteile, natürlich die Smartbox, also das Topcase, das hier nicht montiert ist. Das zeige ich dann bei einem anderen Modell, also das Topcase, Seitenkoffer. Ja, vielleicht schauen wir uns das noch kurz bei einem anderen Modell an. Vorher sage ich euch noch ganz schnell, was es noch Neues gibt, und zwar die großzügige Verwendung von Recyclingmaterial. Und da sind wir wieder bei dem Teil unter der Sitzbank. Das ist nämlich jetzt aus Recyclingmaterial. Und zwar, was ihr da seht, und auch für die Sitzschale da unten, was ihr da seht, die Ausstattung für die Sitzschale, das waren einmal Stoßfänger von einem Honda-Auto. Und die hat man jetzt da zu Granulat verarbeitet und für solche Bereiche, wo man jetzt vielleicht nicht die allerschönsten Oberflächen braucht, aber ich finde trotzdem, dass das sehr sauber gelungen ist, verwendet. Also da gibt es jetzt Recyclingmaterial, das verwendet wird, und es gibt auch einen neuen Kunststoff, der nennt sich Durabio. Und zwar ist das ein Kunststoff, der nicht aus fossilen Material gewonnen wird. Also das ist kein Erdölprodukt. Und zwar wird das verwendet, zum Beispiel dieser Teil hier vorne, wirklich eine wunderschöne Oberfläche. Und der Teil da unten, das ist jetzt Durabio, das ist eben ein neues Kunstmaterial, ein neuer Kunststoff, der aus Mais gewonnen wird. Und zwar aus nicht essbarem Mais, wurde uns erklärt. Und da werden eben jetzt diese Kunststoffe erzeugt. Das ist ein neues Patent, gehört der Mitsubishi Corporation in Japan. Dort hat man das entwickelt. Und insgesamt sind jetzt auf dem Forza 57 schon 31 Teile zu finden, die entweder eben aus diesem neuartigen Kunststoff, aus nachwachsenden Materialien besteht, oder eben aus Recyclingstoffen. Also immerhin. So, und da haben wir jetzt einen Honda Forza 57, der mit vielen Zubehörteilen ausgestattet ist. Ihr seht das, es gibt Seitenkoffer, also das ist wirklich in der Rollerwelt ja nichts Alltägliches. Das heißt, wir haben links und rechts zwei Seitenkoffer. Wir haben hier den Gepäckträger montiert, allerdings kein Topcase oben, aber das kann man sich ja gut vorstellen. Das ist ein großes 50 Liter Topcase, das dann auch in die Smart Key Architektur integriert ist. Also das sperrt und öffnet man gemeinsam eben mit dem restlichen Fahrzeug. Das ist sehr elegant. Und was sehen wir da noch? Den Komfortsitz. Ja, da haben wir also diesen noch schöner ausgearbeiteten und schöner vernähten Komfortsitz. Dann haben wir da vorne eine Tanktasche, beim Motorrad würde man sagen Tankrucksack, aber in dem Fall passt der genau eben in diese Mulde zwischen Sitz und dem Lenkkopf. Und dann haben wir an dem Modell auch noch die zusätzlichen Windabweiser. Ich hoffe, ihr seht das gut, die sind so aus rauchgrauem Plastik, so leicht transparent. Und die machen natürlich den Forza 57 dann noch einmal mächtiger von vorne. Ihr seht das, also wirkt dann noch einmal breiter. Das sind ein paar von den Zubehörteilen, die es da gibt für das Modell. Es gibt natürlich zum Beispiel auch Heizgriffe. Es gibt auch Nebelscheinwerfer. Da vorne sehe ich das Modell, das die Zusatzscheinwerfer, die Nebelscheinwerfer hat. Und die Nebelscheinwerfer, genauso wie die Heizgriffe, die kann man jetzt auch über das TFT-Menü und über dieses Steuerkreuz, das ich euch gezeigt habe, bedienen. So, das waren jetzt sehr ausführlich die Neuheiten des Forza 57 Modelljahr 2025, und jetzt geht es gleich direkt zu den Fahreindrücken.
So, meine Lieben, jetzt gibt es erst noch Fahreindrücke. Ihr seht, ich schau mal da runter. Wir sind da auf der Straße hinauf nach Taormina, beziehungsweise eben auf dem Weg runter ans Meer und auf die Autobahn wieder. Also die ersten Fahreindrücke, wir waren am Vormittag schon unterwegs. Das Wichtigste, was ich da aus Fahrersicht sehe, die Scheibe und das DFD-Display, beides wirklich hervorragend gelungen. Also bei der Scheibe, ich sag's euch, das ist ein besserer Windschutz als auf manchen Tourenmotorrädern. Also das ist wirklich großartig gelungen. Und für mich mit meinen 1,80, ich sehe da schön rüber. Ich habe jetzt die höchste Position ausgefahren. Und ihr seht, damit ihr das ändern kann, ich kann hier eben, da vorne ist ein Sternchen, ich hoffe, ihr seht das. Da habe ich jetzt auf diese Favoritentaste die Scheibenbedienung gelegt. Das heißt, ich muss da mit diesen neuen Elementen, die es da gibt, diesen neuen Steuerkreuz, drücke ich da mal rauf nach oben. Dann erscheint da sofort die Scheibenbetätigung und ich kann mit rauf und runter das sehr, sehr schnell rauf und runter zoomen. Ihr seht, also das macht schon einen riesigen Unterschied aus. Und nicht nur optisch jetzt, sondern eben auch beim Windschutz. Das ist wirklich phänomenal. Wir waren halt schon ein Stück auf der Autobahn unterwegs. Da gibt es keine Verwirbelungen. Da gibt es einfach nur einen wirklich sehr, sehr guten Windschutz. Super gelungen. Das neue DFD-Display, viel brillanter, viel klarer ablesbar. Da gibt es jetzt einen Spalt, also dieser Spalt, den es gegeben hat zwischen dem TFT-Bildschirm und der Glasabdeckung, der ist jetzt mit so einer Art Polycarbonat-Struktur gefüllt und dadurch hat man den Blendfaktor, also quasi die Spiegelungen, besser im Griff. Und es ist auch so, also es ist wirklich klarer ablesbar. Und was mir auch gefällt, wir haben da einen eigenen Modus, also einen Fahrmodi-Schalter. Das funktioniert auch schön. Da kann ich die 5 Fahrmodi, 3 programmierte und 2 User-Modi ganz schnell durchzeppen. Also das ist auch wirklich sehr, sehr fein für die Bedienung. Ihr seht hier vorne auch die USB-Steckdose, USB-C-Steckdose. Und insgesamt, ja, alles einfach sehr, sehr schön da, sehr appetitlich angerichtet, sehr klar, sehr gut strukturiert, also gefällt mir wirklich gut. Vom Fahren her muss ich euch ganz ehrlich sagen, das ist absolutes Motorradfeeling. Das hat mit einem Roller fast nichts mehr zu tun. Das Einzige, wartet, ich zoome mal die Scheibe rauf, damit es da keine Verwirbelungen gibt beim Mikro. Ich mache mal das zu. Also beim kleines Überholmanöver noch schnell. Also das beim Fahren ist es so, dass das wirklich absolutes Motorradfeeling ist. Da kommt wirklich durch, dass wir hier Motorradtechnik drunter haben. Also keine Scootertechnik, keine Triebsatzschwinge. Das Gerät, also der Forza 57, ist wirklich extrem komfortabel, viel komfortabler als seine Brüder oder Schwestern, die mit konventioneller Rollertechnik arbeiten, also Forza 125 und Forza 350. Und ich kann das wirklich sagen, weil ich habe erst privat einen Forza 350 und es ist ein super Gerät, aber der ist wirklich hart, der ist wirklich unkomfortabel. Also das würde ich sagen, ist seine größte Schwachstelle. Und der Forza 57 ist deutlich komfortabler. Und natürlich hat man, wenn es jetzt zum flotteren Fahren gibt, ganz andere Möglichkeiten, weil der Rahmen, die Federelemente, vor allem die Bremsen, das ist insgesamt einfach wirklich Motorradtechnik, natürlich dann auch der Kettenantrieb. Also das ist präziser und insgesamt einfach sportlicher zu bewegen. Spürt man die Unterschiede in der Abstimmung vom DCT? Ja, die spürt man nämlich wirklich beim langsamen Fahren, beim Anfahren in der Stadt. Das ist jetzt deutlich angenehmer geworden. Nämlich zwei Punkte sind mir da aufgefallen. Das eine ist, dass beim Wegfahren der erste Gang ein bisschen länger gehalten wird. Weil oft ist es so, oder war es früher so, man ist weggefahren und da fährt man ja oft in der Stadt weg und geht dann aber gleich wieder vom Gas runter, weil man schon wieder stehen bleiben muss. Und da hat dann schon vorher die Automatik bereits in den zweiten Gang geschalten und dann wieder beim Stehenbleiben natürlich wieder runter in den ersten. Also das hat ein bisschen mehr Unruhe gebracht. Und dieser erste Gang, der wird jetzt ein Haucher länger gehalten, kommt mir vor. Also deswegen ist das irgendwie einfach angenehmer. Vor allem dieser erste Gang, den kann man ja dann besser dosieren auch, als wenn man da dann hin und her springt oder hüpft vom ersten zum zweiten Gang. Was mir auch aufgefallen ist, zweiter Punkt ist, dass die Schaltvorgänge leise ablaufen. Da hat es doch immer so ein vernehmbares Klonk gegeben früher. Und ja, das ist jetzt, man hört es natürlich weiterhin, aber viel, viel dezenter. Also das ist jetzt noch einmal technisch eleganter gelöst. Also finde ich auch einen großen Fortschritt. Ansonsten die Sitzhaltung, die Sitzbank, ja, die ist gut gelungen.
Die Form der Sitzbank ist wirklich sehr, sehr schön. Also man sitzt da sehr komfortabel oben. Die Sitzpolsterung ist aber weiterhin relativ straff. Und da kommt es dann wirklich darauf an, wie da eure Vorlieben sind. Ob ihr gern auf einem strafferen Gestühl sitzt oder ob ihr es weicher haben wollt. Wir haben da auch Versionen gehabt mit dem neuen Komfortsitz, der optional zu haben ist. Und da ist der Unterschied dann doch markant. Also wenn ihr es gern noch eine Stufe gemütlicher habt oder generell dazu neigt, leicht Hinternschmerzen zu bekommen, dann greift es zum Komfortsitz. Also der ist da im Programm. Beim Standardsitz, was mir noch aufgefallen ist, die Sitzposition. Das ist, wie gesagt, das Einzige, was wirklich scootermäßig ist, also die Sitzhaltung hier. Also es ist, im Englischen heißt das laid back, feet forward, also man ist doch eher zurückgelehnt mit dem Oberkörper und hat die Füße ein bisschen nach vorne gestreckt. Das ist Scooter-Sitzposition. Wenn ich so Platz nehme, man hat ja zwei Möglichkeiten, die Füße abzustellen, wenn ich so Platz nehme, ist das für mich sehr komfortabel und durchaus auch langstreckentauglich, finde ich lässig. Wenn ich die Beine aber gerade hinunterstelle, dann muss ich sagen, gerade in dem Bereich, wo man die Beine gerade runterstellt, ist der Vorsatz im 50 sehr breit unten. Also das heißt, ich muss die Beine sehr weit auseinandergeben, unten, also weit auseinanderstellen die Füße, und ich habe dann doch einen erstaunlichen Kniewinkel hier unten. Also es ist irgendwie für mich ein bisschen eine komische, unnatürliche Sitzposition. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, das müsst ihr einfach ausprobieren, wie euch das taugt. Also so ist zu sitzen für mich irgendwie, fühlt sich irgendwie komisch an. Ja, also mit meinen 1,80, ich sehe jetzt, Platz wäre noch genug, also auch größere Fahrerinnen oder Fahrer werden da sicher kein Problem mit dem Platz haben, aber es ist irgendwie, also ich muss sagen, es ist irgendwie komisch. Währenddem im vorderen Bereich unten, da hat Honda ein bisschen von der Breite weggenommen, also nach innen ein bisschen was abgeschliffen, könnte man sagen. Und deswegen, wenn man die Beine vorne hinstellt, da kann man sie ein bisschen enger zusammenstellen. Und das ist insgesamt, ja, eigentlich kommode Sitzposition. Aber wie gesagt, das müsst ihr euch selber anschauen. Der Rest von den Neuheiten hat sich jetzt beim Fahren noch nicht besonders bemerkbar gemacht. Die anderen Dinge, die neu sind, das sind ja da müssen wir jetzt einmal schneiden. Ja. Was ich noch sagen kann zum Windschutz, es ist ja, Windschutz besteht ja bei einem Scooter nicht nur aus einer Scheibe, sondern auch aus der Verkleidung. Und ihr seht diese breit gewordene Verkleidung vorne, die, also da ist man wirklich sehr, sehr schön untergebracht, auch von den Knien. Da zieht der Wind außen vorbei. Wir haben es heute auf der Autobahn gesehen. Gut, wir haben wirklich erfreuliche Temperaturen gehabt in der Früh, also quasi um 9 Uhr schon 22 Grad auf Sizilien, wo wir da unterwegs sind. Also da sind wir wirklich verwöhnt heute mit der Wärme. Aber man merkt, also es ist wirklich sehr schön, da auch der Windschutz, der von der Verkleidung her rührt. Ja, Handlichkeit, da braucht man nicht viel dazu sagen. Das ist wirklich wieselflink, wie das funktioniert und unfassbar leicht zu fahren. Also wenn man jetzt sagt, überlegen wir, ein Motorrad zu haben in dieser Leistungsklasse, also irgendwie rund um die 60 PS oder auch auf die 35 kW, sprich 48 PS gedrosselt in der A2-Kategorie. Ich will so ein Fahrzeug haben, das ein paar praktische Talente hat, eben den Stauraum zum Beispiel für einen Helm oder die Möglichkeit, easy ein Topcase zu montieren. Also ich will so ein Fahrzeug haben, aber es soll mich unterstützen, es soll möglichst leicht sein, es soll mir als Anfänger auch das Leben leicht machen. Da muss ich sagen, ist das wirklich ganz, ganz ideal, ganz ideales Ding, weil es ist so einfach zu fahren. Man braucht keine Gedanken aufs Schalten zu verwenden. Natürlich kann ich manuell schalten mit den zwei Fingerschaltwippen, das kennen wir eh. Aber ansonsten, ich brauche keinen Gedanken aufs Schalten verwenden. Ich kann links und rechts bremsen, das sehr schön dosierbar ist. Ich habe dreistufige und abschaltbare Traktionskontrolle an Bord. Connectivity, guten Windschutz. Ja, und das fährt sich einfach so leicht, ja, also so einfach von einer Ecke in die andere zu werfen. Mit schönem Drehmomentaufbau. Ja, natürlich allzu sportlich ist das Ganze nicht. Da gibt es ja andere Konzepte dann dafür, aber man kann es trotzdem sehr flott fahren, wirklich sehr flott fahren. Da muss man dann halt manchmal vor allem bei Überholvorgängen schon vorschalten, sprich ich kann ja die Automatikfunktion auch kurzfristig overrulen. Also wenn ich jetzt weiß, ich muss jetzt schnell überholen, dann drücke ich da unten einmal oder
zweimal, ihr seht, jetzt geht es in die erste zurück, schon vor und dann kann ich gleich direkt los beschleunigen und den Überholvorgang starten. Also ein sehr, sehr angenehmer Roller, der im Detail jetzt noch einmal feingeschliffen worden ist, auch mit einem anderen Geschmacksnote daherkommt, optisch. Good job, kann man sagen, für Honda. Andere Philosophie im Design, aber ja, gefällt mir gut. Ich mache jetzt die Probefahrt noch fertig, unsere Testfahrt. Es gibt noch ein Stück über die Autobahn und dann zurück ein Stück durch die Bergwelt, dann auf Sizilien und dann melde ich mich noch einmal mit einem Resümee. So, jetzt sind wir auch mit dem Forza 57 wieder beim Hotel angekommen, wo wir weggefahren sind und ich habe es bei den Fahreindrücken gesehen. Das hat richtig viel Spaß gemacht und ich kann euch nur sagen, ganz ehrlich, wenn ihr ein leichtes Tourenmotorrad sucht, ja, das unkompliziert ist, dann schaut euch auch den Forza 57 an. Denkt nicht daran, dass das eigentlich ein Roller ist oder dass der irgendwo als Roller positioniert wird, sondern schaut euch den wirklich an, weil das ist eigentlich ein Geheimtipp für diesen Zweck. Leichtes Tourenmotorrad, aber mit einem super Windschutz, mit einem sehr, sehr guten Fahrkomfort, mit ganz leichter Fahrbarkeit, sehr, sehr guter Handlichkeit. Und dann kommen natürlich noch ein paar Dinge dazu, zum Beispiel, es ist sehr leise. Ja, der Forza 57 hat ein Standgeräusch von unter 90 dBA. Also das ist wirklich ein leises Fahrzeug. Standgeräusch natürlich ist was anderes, aber man merkt es auch beim Fahren. Also das ist wirklich ganz elegant und leise. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch den bekannt niedrigen Spritverbrauch, den dieser 57er Motor schon die ganze Zeit hat. WMTC-Verbrauch 3,6 Liter. Also in der Realität wird man es wirklich kaum auf die 4 Liter bringen oder kaum über die 4 Liter bringen. Das ist wirklich, wirklich ein sehr sparsamer Motor. Also das sind viele, viele, viele kleine Punkte, wo man sagt, okay, das hat jetzt wirklich nicht nur einen Platz im urbanen Verkehr, sondern wirklich drüber hinaus und sogar auf den weiteren Reisen. Ihr seht, ich habe da ein Modell, ich gehe mal da kurz auf die Seite, da ist schon die Kofferhalterung montiert. Da kann man eben dann die Koffer montieren. Ich habe das euch eh kurz gezeigt, auch bei den Details. Wir haben da hier noch einmal die Verbreiterung vorne. Also das ist wirklich eigentlich ein kleines Reisemotorrad geworden. Auf der anderen Seite natürlich, und das macht ja den Reiz dieses Produkts aus, ist es natürlich auch wieder ein Roller. Wir haben das am Anfang besprochen. Und dieser Grenzgang, ja, hat natürlich seinen ganz speziellen Charme. Und wer jetzt etwas sucht, das genau beides erfüllen kann, ja, also die praktischen, unkomplizierten Eigenschaften eines Rollers mit den dynamischen Möglichkeiten eines Motorrads, das beides zu vereinen, ja, der hat da im Forza 57 jetzt wirklich eine richtig schöne Möglichkeit dafür gefunden. Ja. Ich schulde euch noch zwei Dinge. Das eine ist die Sitzprobe, das machen wir jetzt gleich. Ihr seht, also das ist wirklich überhaupt kein Problem, da runterzukommen. Das geht da wirklich sehr, sehr einfach. Ich bin 1,80, aber auch wenn man jetzt wirklich viel kleiner ist, glaube ich, hat man da überhaupt kein Problem, hier ganz, ganz, ganz souverän den Boden zu erreichen. Ihr seht, so bin ich die meiste Zeit gefahren. Man kann halt auch hier einen Fuß abstellen. Wie gesagt, das wird dann ein bisschen breiter. Da. Also, ihr seht, das ist wirklich überhaupt kein Problem, auch für kleinere Fahrerinnen oder Fahrer. Und was schulde ich euch noch? Den Preis schulde ich euch noch. Natürlich in Österreich 12.990, damit ich es jetzt richtig sage, 12.990 Euro. Den Preis für Deutschland reichen wir euch nach, der war jetzt noch nicht auf der Website zu finden. Ja, ist natürlich kein günstiges Vergnügen. Für Rollerverhältnisse ist das allerdings im Bereich der Luxusroller mittlerweile der Preis, mit dem man rechnen muss. Also das schlägt jetzt da nicht aus der Art, sondern das ist jetzt dort, wo halt diese großen Roller sind. Und wenn man halt sagt, man hat halt vielleicht argumentiert, dass so, man hat zwei Fahrzeuge in einem, das Motorrad und den Roller, na, dann kann man den Preis vielleicht dann auch ein bisschen besser verdauen. Ja, was mich interessieren würde, wie gefällt euch eigentlich der Roller? Wie findet ihr diesen neuen Look, wie findet ihr die neue Technologie, vor allem mit den Scheinwerfern, die verbaut worden ist, aber auch natürlich mit den Recyclingmaterialien bzw. mit diesen neuen Kunststoffmaterialien. Da muss ich kurz noch nachreichen, bin mir gar nicht mehr sicher, wie man Durabio gesagt, ob das nicht vielleicht Durabio heißt, dass man so betont. Ja, also da werden wir noch nachforschen, ist ja für uns auch ganz neu. Das Material werden wir sicher auch öfter sehen noch.
Also wie gefällt euch das? Wie wichtig ist euch das, dass solche Materialien zukünftig verwendet werden? Würde mich sehr interessieren. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Like gebt, zusätzlich zum Kommentar, dass euch das Video auch gefallen hat. Und natürlich viel mehr würde mich noch freuen, wenn wir uns öfter sehen in Zukunft. Es gibt jede Menge Videos jetzt von den ganzen Neuheiten auf der EICMA. 2025 steht vor der Tür, da gibt es jede Menge Modelle. Wir sind fleißig unterwegs auf der Messe, berichten euch, was dort alles steht. Und dann gibt es natürlich auch die ersten Fahrberichte. Die ersten 2025er Modelle sind wir schon gefahren, so wie hier. Den Forza 57 und es kommen jetzt laufend mehr. Wir kriegen laufend neue Einladungen, neue Modelle zu testen. Die nehmen wir natürlich gerne wahr und die seht ihr dann bei uns hier auf unserem YouTube-Kanal. Ihr lest es natürlich auch im Heft und findet das alles auch auf der Website. Viele Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu bleiben. Ich hoffe, ihr nützt die auch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bedanke mich noch einmal fürs Zuschauen und sage bis bald. Danke. Ciao.